Herzlich willkommen auf dem Mudikuddi Channel. Ich bin Sauro Laser und heute zeige ich euch ein neues Auto. Der ein oder andere weiß schon, was das ist. Ich sage es euch jetzt. Das ist der BZ 444 umgebaut auf einen kleinen Monster Truck. Und zwar ist mir hinten der Reifen abgeflogen. Ich habe mir die Achse nicht neu bestellt. Ich hatte ja noch damals den Huntsman Magnum. Und da habe ich die Vorderachse für Sandmaster Buggy genommen. Und somit war der Magnum auch nicht mehr fahrbereit. Der war sowieso nicht ganz okay mehr. Und hier passte jetzt zufälligerweise 1:1 die Hinterachse ran, die auch ein bisschen länger jetzt ist. Dadurch sieht das Ganze auch ein bisschen einheitlicher aus. Und ja, jetzt ist er hinten breiter. Und dann habe ich noch die Reifen vom RC-Projekt gehabt, die keine Verwendung hatten, und habe mir gedacht, die sehen doch bestimmt richtig geil auf dem Auto aus. Und ja, dann habe ich noch die alte Karo genommen, habe die Löcher zugemacht und die Totenköpfe von René und seinen Kanal drauf gemacht, die er mir mal geschickt hat. Ja, und so ist das Auto jetzt fertig und wir gucken uns jetzt mal an, was der so kann. Ja, das kratzt ein bisschen. Das liegt wohl daran, dass das Hauptzahnritzel zu viel Spiel hat, weil wenn ich ein bisschen schneller fahre, dann geht das Kratzen nämlich weg. Und ja, fährt sehr schön. Kann aber auch sein, dass einfach nur der Akku leer ist. Aber das Fahrbild ist richtig stark. Ich mache mal noch einen Akku rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben den Akku gewechselt. Wie ihr seht, läuft er ganz gut, auch wenn ich hochbeschleunige. Aber sobald ich ganz langsam fahren möchte, gucken, ob wir das hinkriegen. Ist ja ein Sensormotor. Da. Jetzt hört ihr es. Komm mal näher ran. Er fängt an zu kratzen und ich weiß nicht, woran das liegt. Und im Stand. Oh, jetzt. Ah, endlich. Ja. Er kratzt ein bisschen. Ich denke, das liegt am Hauptzahnrad. Weil ich habe alles andere überprüft. Und ja, ansonsten fährt er aber, wenn er einmal fährt, fährt er dann ganz gut. Keine Ahnung, woran das liegt, vielleicht eiert auch das Mitteldiff. Ich habe ja ziemlich viele Sprünge mit ihm gemacht, aber er fährt sich geil. Schönes Fahrbild. Oh. Ja. Aber schönes Fahrbild. Und ich wollte eigentlich ein bisschen crawlen mit ihm hier, aber mit dem Motor und den Kratzen, ich weiß nicht, Leute. Ey, macht das Spaß, ey. Ja, gut. So, wir haben mal einen Location-Wechsel gemacht. Der Wagen funktioniert jetzt komischerweise, das Knatzen ist weg. So wollte ich ihn euch zeigen. Probieren wir es mal ein bisschen aus.
Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hatten mit der anderen Cam noch ein bisschen was gefilmt. Da gab es so ein paar anfängliche Probleme. Die zeige ich euch auch mal hier in einem kleinen Clip. Ja, und jetzt gucken wir uns den mal an. Ich wollte ihn eigentlich so ein bisschen so auf Jeep Crawl Scale machen. Ich finde, der ist mir sehr gut gelungen, muss ich sagen, wenn man überlegt, dass das vor einem Buggy war. Und ich finde, er hat sehr geile Eigenschaften zum Crawlen. Irgendwie, so ein bisschen, so zumindest so für so scalige Sachen hier wie Kantstand hoch und runter. Und kann auch noch dazu super langsam fahren. Ich glaube, den Motor werde ich auch benutzen für meinen kommenden Crawler, weil den kann man sehr schön dosieren. Also ich kann hier wirklich sehr langsam fahren. Aber auch richtig Gas geben. Die Karre hat richtig Stoff. Wir fahren mit 2S, also 2S Libros drinne. Und die Karre hat richtig Leistung. Macht total Spaß. Oh. Was machst du da? Filmen! Aber irgendwas stimmt nicht. Pause. Oh. Was ist da denn? Hä? Was hat er denn plötzlich? Das war echt lustig. Okay, halt mal. Mir fehlt die Schraube. Was war da denn plötzlich los? Wie so eine Funkstörung. Hm. Hat das irgendjemand einen Funksender angemacht? Okay, wir tauschen auch mal. Was ist das denn gewesen, ey? Ja krass, wie soll ich den denn jetzt wieder ranschrauben? So, jetzt habt ihr die auch gesehen. Ihr habt gesehen, so eine erste Testfahrt nach so einem Umbau, da muss man immer ein bisschen rumexperimentieren. Und ja, da war die Schrauben einfach nicht fest und er wollte nicht richtig. Aber jetzt läuft er richtig gut. Ich sagte ja, dass ich den Motor gerne für ein Crawl-Fahrzeug nehmen möchte. Dafür hat er leider keine Power, der Motor. Der hat leider zu viel KV und leider zu wenig Kraft. Ja. Der packt ja nicht mal hier den kleinen Hügel. Aber sonst, Sensormotor, sehr geil, finde ich super. Macht schön Spaß mit ihm zu fahren. Mal nicht so rasend schnell, sondern mal ganz gemütlich hier so ein bisschen scale-mäßig so durch den Rasen. Gut, das war's. Ich wollte euch den BZ444 mal zeigen, wie er jetzt aussieht. So lasse ich ihn, so bleibt er. Kleiner Truck. Aus dem Liebig-Trucks und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Laser. Bis zum nächsten Video. Tschüss.